Der bisherige Kreistag hat meiner Meinung nach keinen Schwerpunkt auf das kulturelle und das Freizeitangebot für unsere Jugendlichen gerade im Landkreis gelegt. Deswegen würde ich das schon sehr forcieren, dass das Angebot ausgebaut wird und wir deutlich mehr auf die Bedürfnisse der jungen Menschen eingehen. Dazu gehört es natürlich auch, dass wir das Baxi weiterentwickeln, unter anderem mit einer App, über die man das Baxi ganz einfach und unkompliziert buchen, bezahlen und eben koordinieren kann.